Der 8. Goldi Talente Cup fand am Dienstagnachmittag zum ersten Mal in Vorarlberg statt. Im Schanzenzentrum Montafon gab die 42-jährige Skisprunglegende Andreas Goldberger wertvolle Tipps zum Aufwärmen und Abspringen. Und da hoffen wir doch, dass wir da viele begeistern können für Skispringen und vielleicht der eine oder andere Tonina auch dabei ist. Oder Eva Pinkelnick vielleicht, die was ja super Werdegang jetzt gemacht hat. Die kleine Schanze wurde dafür extra noch einmal geteilt. Die Hillsize lag bei 10 Metern, die auch Goldi selbst beim Probisprung geschafft hat. Ja, ich hoffe, ja, so ungefähr wird es gewesen sein. Gefühlt waren es natürlich 20 Meter, das ist klar, weil da fühlt sich ja jeder viel weiter. Nein, aber man springt so 10 Meter, die Guren werden schon über 10 Meter springen, aber das ist nicht das Hauptaugenmerk. Wir wollen nicht auf Weite schauen, sondern es geht um das, dass man wirklich schon ein bisschen eine grundlegende Skisprungtechnik springen soll, dass man einfach auf eine Anfahrtshocke-Position passt, einen Absprung, auf die Flughaltung ein bisschen schaut auf das generell. Es wird nicht die Weite bewertet. Wir schauen wirklich nur, wer für Skispringen von der technischen her da Talent hat. Weil Weitspringen mit Alpinski und technisch Schauerspringen ist ein großer Unterschied. Deshalb stand die Einführung durch den Alpmeister besonders im Fokus. Natürlich, je besser, dass ich die Tipps gebe, desto besser machen sie das. Wie heißt es immer? Schuld ist immer der Trainer. Wenn sie es nicht gescheit machen, bin natürlich ich schuld. Also muss ich mich zusammenreißen. Wichtig ist ihm vor allem, den österreichischen Nachwuchs zu fördern. Man muss ehrlich sagen, Gott sei Dank ist es so, dass das sehr gut Früchte trägt und dass auch wirklich bei den ganzen Nachwuchsvereinen, bei den ganzen Nachwuchswettkämpfen, sei es Schülercup, Landescup, Austriacup, wirklich mehr Teilnehmer dabei sein und dass bei den Vereinen viel mehr ist und es ist einfach auch viel besser für die Trainer, wenn man aus vielen Springer, Springerinnen einfach dann besser nicht aussuchen kann. Das ist ein großer Vorteil und man merkt schon und mittlerweile sind es auch schon so, dass einige schon in die Zentren gehen, Stams, Eisenerz, Saalfelden schon in dem Alter sind, wo sie wirklich schon auch bei internationalen Bewerben teilnehmen und das ist sehr gut. Darauf zählen auch die Organisatoren vor Ort, wie Thomas Zudrell von der Abteilung Nordisch beim Skiclub Montafon. Mehrere hoffen uns natürlich durch das, dass so viele junge Kids und Jugendliche da mittun, dass da schon drei oder andere vielleicht hängen bleiben. 70 Kinder von 6 bis 10 Jahren kamen der Einladung nach und zeigten den Experten, was sie bereits können. So wie die 9-jährige Katharina und die 10-jährige Karina aus St. Gallenkirch. Sie hatten ihre eigenen Gründe mitzumachen. Weil es Spaß macht zum Hupfen. Okay. Dass wir einmal auf der ganz großen Schanze hupfen können. Ziele hatten die beiden aber dennoch. Also wenn wir es nicht schaffen, ist okay, aber wenn wir es schaffen, müssen wir weitermachen. Auch die Vorspringer wie der 12-jährige Robin aus Rankweil-Brederis waren stolz, Goldi ihre Fähigkeiten zu zeigen. Ja, man ist der Erste, der vor der Schanze springt. Und jeder schaut ihm immer zu. Also. Also sind die Kleinen auch gerne dabei. Die Skisprunglegende freut sich jedenfalls und lässt eine Rückkehr zur Schanzenanlage nach Tschakunz offen. Bis jetzt waren wir eigentlich immer in Tirol, jetzt sind wir im Vorarlberg. Jetzt werden wir schauen, ich glaube, ich lasse die Tirol und die Vorarlberger das ausschnupsen. ich komm gern wieder. Wer weiß, und wenn ich zum Goldi Cup, vielleicht machen wir mal ein Trainingscamp da schon mit den Arrivierten, die was begonnen haben durch den Goldi Cup.